Okay, was machen wir da heute? Wir haben Schokolinsen, wir haben Kokosmilch, exotische Früchte, Passionsfrucht, Mango, Eier. Hallo Markus. Hallo Peter. Was zauberst du uns heute? Na pass auf, heute gibt es ein flüssiges Schokotörtchen mit einem exotischen Frucht, Ratatouille und Kokossorbet. Boah, herrlich, da freue ich mich. Gehen wir's an. Gehen wir's an. So, wir benötigen für das Schokotörtchen Schokolade, Butter, Zucker, Eier und Mehl. Für das Kokossorbet Kokosmilch, Zucker, ein bisschen Wasser und Limettensaft und Abrieb. Und für unser exotisches Fruchtratatouille Mango, Kiwi, Passionsfrüchte, ein paar Nektarinen und Physalis. So Peter, für unser Kokossorbet mache ich jetzt gleich den Läuterzucker, Wasser und Zucker 1:1. Einmal kurz aufkochen lassen, bis sich der Zucker gelöst hat. Ich werde dann die Kokosmilch dazugeben. Okay. Und dann werden wir das Ganze mixen. Wenn du möchtest, kannst du in der Zwischenzeit die Limette reiben und auspressen. Die zesten, okay, und halbieren. Genau. Gut, mache ich. Und das gleich dazugeben? Genau. So, die zesten. Pressen wir das aus. Wenn sich der Zucker dann gelöst hat, dann geben wir unsere Kokosmilch dazu. Okay. Limettensaft und Abrieb haben wir schon dazugeben. Das Ganze einmal kurz aufkochen lassen, gut durchmixen. Dann füllen wir das alles in einen Becher und in den Tiefkühler 20 Minuten wieder umrühren. Und das machen wir immer so weiter, bis das Ganze gut gefroren ist. Ständig aufrühren. Richtig. Genau. So, jetzt haben wir da unsere Sorbet-Grundmasse gekocht. Mhm. Und aber so heiß stellen wir die jetzt nicht in den Tiefkühler? Bei uns in der Firma schon, weil wir einen Schockfroster haben. Aber wenn man das zu Hause macht, sollte man das über Nacht in den Kühlschrank stellen, dass es gut abgekühlt ist. Mhm. Und am nächsten Tag erst in den Tiefkühlschrank stellen. Immer wieder umrühren, so nach 20 Minuten, bis das Ganze eine gute Eisgrundmasse ist. Okay. Weiter geht's mit dem Schokotörtchen, Peter. Peter. Und zwar, wenn wir da jetzt da über dem Wasserbad Butter und die Schokolade schmelzen. Mhm. Während das schmilzt, werden wir schon die Eier, haben wir einen draufgeschlagen, ganze Eier mit Zucker verrühren. Verrühren. Mhm. Müssen gar nicht aufgeschlagen sein. Und verrühren wir die Eier, bis sich der Zucker gelöst hat. Genau. Dann geben wir die Schokolade, die mit der Butter geschmolzen wurde, dazu. Am Schluss werden wir noch das Mehl unterheben, die ganze Masse kurz in den Kühlschrank stellen, für eine halbe Stunde ein bisschen überkühlen lassen und in der Zwischenzeit machen wir unsere Fruchtratatouille. Okay, super. So, die Schokolade schaut eh schon ziemlich gut aus. Gibt es das einfach dazu? Die ist geschmolzen, ja. Genau. Okay. Natürlich kann man auch so einen Schokokuchen, nehme ich an, individuell aromatisieren, oder? Du kannst ein bisschen Chili dazu. Mhm. Currypulver ist auch ganz gut. Okay, mit Curry ist es spannend, aber... Ich mag es lieber klassisch. Klassisch. Ja. Jetzt sehen wir noch das Mehl unter. Ja, das ist schon gesiebt. Genau. Vermeidet dadurch dann Klümpchenbildungen. Ruhig zügig, oder? Ja. Okay. So. Die Backzeit dauert auch nicht lange. Nein, 170 Grad, circa 5 bis 7 Minuten, je nach Ofen. Und Füllmenge nehme ich an. Genau. Welche Förmchen man verwendet. Richtig. Okay, unsere Schokomasse, die werden wir einfach in den Kühlschrank geben zum Überkühlen. Okay. Ja. Dann holen wir die wieder raus. Okay, Peter, schneidest du dabei das Obst? Ja, mache ich. Bin schon fertig. Na servus, da warst du aber schnell. Ich glaube, sie schlafen. Super, hast du sie sind in der Lehrlingsküche. Sehr schön. Gefällt dir das ja so? Schon, dann, super. Ja? Dann können wir ja schon weitermachen. Ja, gerne. So, jetzt werden wir den Fruchtsalat noch marinieren. Dazu geben wir ein paar Passionsfrüchte dazu.
Du kannst eigentlich schon die Limette auspressen, genau. Okay. Wir geben jetzt noch unser Fruchtpüree dazu. Je nach Geschmack mischen das Ganze noch durch und marinieren das damit. Dann ist das Fruchtratatouille eigentlich schon fertig zum Anrichten. So, unsere Schokomasse ist jetzt schon fertig. Die füllen wir jetzt in Förmchen ab, die was ausgefettet und mit griffigem Mehl ausgestaubt sind. Circa drei Viertel voll. Ein bisschen was kannst du noch reingeben. Genau, so ist gut. Okay. Das werden wir dann im Ofen bei 170 Grad, circa 5 bis 7 Minuten, je nach Ofenart, werden wir die backen und dann können wir schon anrichten. So, 7 Minuten im Ofen, jetzt Perfekt. Können wir es anrichten. Direkt stürzen. Heiß stürzen. Dann flott der Finger. Jetzt reinbringen. Bisschen andrücken. Genau. Dann haben wir da unser fertiges Kokossorbet. Bisschen noch mit Minze dekorieren. Eine Physalis geben wir noch drauf. Genau. Vielen Dank. Und Zucker und, brauchen wir noch. Genau. Schön anzuckern. Also lieber Markus, das hast du wunderschön präsentiert. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich möchte es einfach nur probieren, dann wenn ich darf. Unbedingt. Dann kostet man das. Kostet man das. Schau mal, also mit dem flüssigen Kern sieht man auch noch immer sehr schön. Schau. Mhm. Okay. Boah. Also ich glaube, ich darf dich hoffentlich öfters einladen. Gerne. Und? Das ist wunderbar. Es schmeckt wirklich herrlich. Fruchtig. Das Eis. Ein Traum. Sehr gut. Ein Dessert für schöne Anlässe. Das auf jeden Fall. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank nochmal fürs Kommen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.